Ja, also zunächst einmal kurz zur Vorstellung. Ich bin Mitglied im Bundesvorstand der VDJ und die VDJ ist als solches Gründungsmitglied des Bündnis Demokratie statt Überwachung angesiedelt im Raum Darmstadt. Daran beteiligen sich unter anderem der DGB, die Datenschützer Rhein-Main, ATTAC, Chaos Computer Club, unter anderem auch der NSA-Spionenschutzbund. Und zu der letzteren Organisation, NSA-Spionenschutzbund, haben wir ein ganz bekanntes Aushängeschild, auch in Deutschland mittlerweile bekannt, der Daniel Bangert. Es ist der sogenannte Spaziergänger am Deggerkomplex. Und wir veranstalten wirklich seit Anfang 2013, der NSA-Spionenschutzbund seit Mitte 2013, die Spaziergänge am Deggerkomplex, ausgelöst durch die Enthüllung von Edward Snowden. Und wir haben Ende März 2014 eine große Demonstration dort veranstaltet und es finden in regelmäßigen Abständen Spaziergänge samstags jedes zweite Wochenende zum Deggerkomplex statt, die lange Zeit sehr friedlich verliefen, bis dann mal im Mai sich die Verantwortlichen des Deggerkomplexes gemeldet haben, mit dem Ergebnis, dass unser Herr Bangert vorübergehend in Polizeigewahrsam war. Also man sieht, man kann sich dort zwar lange Zeit ungestört aufhalten, aber irgendwann reagiert die Gegenseite doch und sehr empfindlich. Unter anderem wird darüber diskutiert im Rahmen einer Demonstration, ob man sich dem Zaun 3 Meter oder 1,50 Meter nähern kann und wo fängt das Gelände der Amerikaner an, wo man sich nicht mehr aufhalten darf. Also die Grenze ist fließend. Was macht das Bündnis im Übrigen? Wir haben also aufgrund der Bandbreite der beteiligten Organisation rechtspolitische Themen, die wir diskutieren, rechtspolitische Forderungen. Ebenso decken wir auch die technische Komponente ab. Die Frage, welche Möglichkeiten der Datenüberwachung gibt es überhaupt im technischen Bereich? Welche Schutzmöglichkeiten bestehen gegen diese Datenüberwachung? Und der weitaus größte Bereich ist bei uns der rechtspolitische und gesellschaftspolitische Bereich. Er deckt also die Fragestellung ab, die Möglichkeiten der Datenüberwachung im Rahmen des G10-Gesetzes, deswegen vorhin der Beitrag von mir, das bildet also einen Diskussionsschwerpunkt. Und wir fordern dort unter anderem auch die Offenlegung des NATO-Truppenstatutes mit allen angrenzenden Verträgen, um einfach die Rechtslage transparent zu machen, was dürfen ausländische Geheimdienste und was dürfen sie nicht und wo fängt der Bereich des betroffenen Bürgers an, in den eingegriffen wird oder der konkret verletzt wird. Daran schließt sich die Diskussion an, wie ich auch schon vorhin andeutete, nach rechtsstaatlichen Möglichkeiten, effektiver Rechtsschutz, die Anrufung eines Gerichts nach der Information über eine Maßnahme, die über die Telekommunikationsdienstleister erfolgt und dort Daten über Glasfaserkabel auch in die USA abfließen und dort geprüft werden können oder eben auch gesammelt werden können. Und damit verbunden die Intransparenz bei der Information des Betroffenen über diese Maßnahmen der Prüfung dieser Daten, dieser Datenmenge, die man sich von der Dimension überhaupt nicht vorstellen kann und damit eben auch die Frage, inwieweit kann sich der einzelne Betroffene dagegen überhaupt juristisch wehren. Das ist immer noch ein großer Schwerpunkt im Rahmen unserer Diskussion. Wir haben ja parallel die Diskussion zum Recht der informationellen Selbstbestimmung oder letztes Jahr vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, der ja eine ähnliche Maßnahme zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung aufs Korn genommen hat und dort weite Ausspähungsmaßnahmen und Möglichkeiten gekippt hat, eben wegen dieser Argumente, dass es ein Informationsrecht oder Klammer Pflicht geben muss gegenüber dem einzelnen Betroffenen und dass der auch juristisch dagegen vorgehen kann. Ganz wichtig, der Richtervorbehalt, ähnlich wie im Strafrecht, wenn eine Ermittlungsmaßnahme gegen einen Betroffenen angeordnet wird, hat der Richter das zu prüfen und über die Rechtmäßigkeit zu entscheiden. Ähnliches muss es auch im G10-Gesetz geben. Darum sehe ich hier die Situation als notwendig an, weiter auf diese Problematik hinzuweisen. Natürlich auch dann die Regelung des NATO-Truppenstatutes und ergänzende Bestimmungen, um diesen Komplex transparent zu machen. Und wir hatten auch eine große Veranstaltung zum Thema Vorratsdatenspeicherung. Da haben wir Kontakt mit der SPD, die vor dem Stichtag im Juni auf ihrem Parteikonvent über Pro oder Contra Vorratsdatenspeicherung entschieden hat und wir waren 3 Tage vorher dran.
und haben mit lokalen Politikern aus Darmstadt oder aus Hessen im Rahmen einer Podiumsveranstaltung in Darmstadt diskutiert. Wir haben also die zahlreichen Demonstrationen am Deckerkomplex und Spaziergänge und wir haben unter anderem auch eine Veranstaltungsreihe, die über 6-7 Vorträge jeden Monat einen Vortrag platziert, in Darmstadt stattfindet. Das ist ein erheblicher organisatorischer Aufwand, aber wir können unsere, sag ich mal, lokalen Mitstreiter auch sehr gut auf diese Aktivitäten einstimmen und mit ihnen das auch durchführen. Und ich hoffe, dass wir das weiterhin auch machen können. Merci.